Herr Brauer, Sie haben mich persönlich angesprochen und ich habe das so verstanden, dass Fahrbibliotheken und Schulbibliotheken hier unter ihrer Würde sind und die Sie bei einem Bibliothekskonzept gar nicht mit einbeziehen wollen, weil das alles, weiß ich nicht, so wichtig ist. Dabei finde ich genau diese Basisarbeit, die ist das Entscheidende bei Bibliotheken. Wir wollen alle erreichen, wir wollen die Schulkinder erreichen. Wir wollen auch die Menschen erreichen, die nicht so mobil sind, die eben gerade über Fahrbibliotheken dann die Möglichkeit haben, an Bücher zu kommen. Also ich bitte Sie da doch, vielleicht Ihre Grundeinstellung etwas zu revidieren. Oder habe ich Sie falsch verstanden? Bitte schön, Kollege Brauer, Sie können replizieren und anschließend auch die Frage von Frau Kapek noch entgegennehmen. Bitte schön. Kurze Frage, kurze Antwort. Sie haben mich gründlich falsch verstanden, Frau Harrand. Ich argumentiere nicht gegen Fahrbibliotheken, ich argumentiere nicht gegen Schulbibliotheken. Ich bin aber strikt dagegen, in der Argumentation und Diskussion eines schrumpfenden Bibliotheksnetzes in der Stadt auszuweichen und gewissermaßen Fahrbibliotheken und Schulbibliotheken, die ganz andere Strukturen und Aufgaben haben, als Ersatzdebatte zu forcieren. Mit derselben Konsequenz könnte man die Axt an die Stämme unserer künstlerischen Hochschulen legen und sagen, ja bitte geht doch zur Malschule Klacks. Das spricht nicht gegen die Malschule Klacks. Dankeschön. Frau Kapek, Ihre Frage noch aktuell? Bitte sehr, Herr Brauer, bleiben Sie noch vorne. Was haben Sie gegen die Malschule Klacks? Ich wollte Ihnen doch noch mal die Möglichkeit geben, kurz Stellung zu beziehen zu den ZLB-Plänen, denn Sie sind ja einer der wenigen flammenden Verfechter eines ZLB-Neubaus in der Opposition. Und deshalb finde ich es gerade an Sie die entscheidende Frage, wie stehen Sie denn zur Kosten-, Flächen- und Bedarfsprogrammentwicklung? Tragen Sie mit, egal was der Regierende so vorlegt, oder haben Sie irgendwo vielleicht auch einen Kostendeckel, beziehungsweise schließen sich unseren Forderungen an, dass die Forderungen des Rechnungshofs erfüllt werden müssen? Bitte schön. Auch hier eine kurze Antwort, Frau Kapek. Ich bin und bleibe glühender Verfechter eines Neubaus, eines Zentralstandortes für diese Bibliothek. Wer in den letzten Jahren einmal versucht hat, diese Bibliothek einigermaßen ernsthaft zu benutzen und dann vielleicht noch mit einem interdisziplinären Anspruch, wird wissen, wovon ich rede. Sie ist absolut suboptimal, was die Nutzungsbedingungen anbelangt, augenblicklich aufgestellt. Um einen Neubau kommen wir nicht drum herum. Zweitens, was den Kostendeckel anbelangt, ich bin auch für einen Kostendeckel, wenn ich weiß, was eine verlässliche, einigermaßen verlässliche Bau- und Kostenplanung ist. Die gibt es noch nicht. Die gibt es noch nicht. Wir wissen nur von einem Wert so etwa ab 250 Millionen bis 500 Millionen und irgendwo dazwischen wird es sich vielleicht bewegen. Bisher ist alles Pi mal Daumen mal Fensterkreuz gerechnet. So, wir brauchen verlässliche Planungen und dann können wir sagen, ja okay, hier ziehen wir jetzt den Deckel ein. Aber vorher bitte nicht. Erstmal rechnen. Und da stimme ich Ihnen zu. Erstmal zeichnen, prüfen, rechnen. Und da sollte man sich ein bisschen Zeit lassen. Das stimmt auch. Vielen Dank. Dankeschön.